soll ich denn zu einem Zellhaufen Bindung aufbauen, Annabelle? Also das kann doch nicht reden, das kann doch nichts verstehen, nichts hören. Sowas habe ich schon öfter gehört. Und wenn ich dann einen kurzen Einstieg schaffe in die Pränatalpsychologie und all das, was wir ja schon wissen, dann kriege ich immer leuchtende, große Augen. Und viele Frauen fühlen sich dann doch in dem bestätigt, was sie spüren. Denn Bindung geschieht ja auf verschiedenen Kanälen. Bindung bedeutet nicht, dass ich jetzt möglichst viel mit dem Baby rede, viel Antworten erwarte, sondern gerade mit einem Baby im Bauch geschieht Bindung zum Beispiel sehr gut über den Kanal der Berührung. Bindung durch Berührung. Das kann man in der Schwangerschaft wunderbar machen, weil Babys eine hochsensible Haut haben. Wir sind schon total abgestumpft, wir werden nicht häufig berührt, aber Babys sind ständig berührt. In ihrem Wasser, in der Gebärmutter, immer, immer berührt. Und das heißt, darüber empfangen sie auch sehr viele Signale. Und darüber kann eben auch Bindung aufgebaut werden. Man kann Spiele mit dem Kind machen, man kann es einladen in die Hand, man kann es beruhigen mit der Hand. Also es geht ganz viel über Berührung. Und das, was viele verstehen, ist ja auch, dass alle Emotionen, die ich habe, ob negative oder positive, ja immer auch einen hormonellen Anteil haben. Und das bedeutet, diese Hormone, die ich ausschütte, in denen bade ich eben mein Baby. Und wenn ich gerade das totale Gefühl der Liebe und Freude empfinde über dieses Mini-Mini-Wesen, auch wenn es noch so klein ist, dann macht das was mit diesem Mini-Mini-Wesen. Dann fühlt sich das willkommen, fühlt sich das geliebt. Und ja, das ist ein Beispiel von ganz vielen. Wer dazu noch mehr wissen möchte, der kommt doch einfach in meinen Vortrag zu dem Thema auf der ISPPM-Jahrestagung. Die findet vom 25. bis 27. Oktober in Fulda statt. Und ich freue mich, euch da zu sehen. Ciao!